In diesem Jahr versammelten sich die Menschen von mehreren Dörfern in Nádvár zur Schweinschlachtung. Die Dialektpflegeveranstaltung mit dem Titel Réten wir daheim, Réten wir wie zu Hause fand diesem Jahr zum zweiten Mal im Komitat Bács-Kiskun statt. An dem Gemeinschaftsprogramm nahmen Menschen aus 6 Gemeinden teil, die sich bei der Verarbeitung des Schweins in der deutschen Mundart verständigten. Das geht schon 2 Jahre jetzt und ich habe die Idee bekommen, weil jetzt retten immer weniger unser Dialekt und ich habe gedacht, dass wir das für unsere Enkelkinder auch lernen müssen und noch habe ich das ausgedacht, dass wir eine in Rät wieder home, gell, sprich wie zu Hause, dass wir das, letztes Jahr haben wir das gemacht und sind von diesen 10 Ortschaften sind gekommen die Leute und haben ihren Dialekt uns gezeigt und wir unseres halt. Und jetzt, dieses Jahr haben wir halt Sauschlachten gezeigt für die, die das noch nicht gesehen haben und fast ganz traditionell. Dieses Jahr zum zweiten Mal unser Programm Red wieder Home, reden wir so wie zu Hause veranstaltet in Nádvár. Wir haben landesweit Gäste eingeladen. Letztes Jahr haben wir 10 verschiedene Gemeinden eingeladen. Dort konnten wir die Geschichten der Gemeinden in der Mundart anhören. Und dieses Mal haben wir eine richtige Schweineschlacht, also eine richtige Schweineschlachten veranstaltet. Hier sind jetzt 6 Gemeinden dabei und die verschiedenen Teilnehmer erzählen während der Arbeit, wie sie die Wurst selber zubereiten oder auch eigene Spezialitäten zubereiten. Die Gäste aus Császárdét werden heute das Blut mit Zwiebel zubereiten. Und wir haben auch Gäste aus Jula, sie machen jetzt. Mur war eine der teilnehmenden Ortschaften. Die Teilnehmer aus den verschiedenen Gemeinden brachten neben dem Dialekt auch ihre eigenen Bräuche beim Fleischschlachten und traditionelle Gerichte mit, um sie mit dem anderen zu teilen. Wir sind heute von Mur hier eingereist. Wir freuen uns für diese Einladung. Es ist sehr, sehr interessant, einen anderen Ort kennenzulernen, welche Tradition bei einem Schweinschlachten und so weiter da halt ist. Oder was ist anders wie bei uns in Mur? Die Erhaltung des Dialekts ist vor allem deshalb wichtig, weil die nächste Generation die Kultur ihrer Nationalität weitergeben wird. Mancherorts ist dies Teil der Bildung und es gibt immer mehr Initiativen, um den Dialekt am Leben zu erhalten. Also wir haben ein Wörterbuch zusammengestellt vor ungefähr 3 Jahren, nicht wahr? Ja. Da haben wir 6600 schwäbische Wörter aufgeführt und hat leider sind wenig Leute mehr, dass die diesen Dialekt sprechen. Aber es gibt Vereine, Tanzgruppen und so weiter, wo das vielleicht ein bisschen mehr interessant bekommt heute wie für von 2-3 Jahre hierher. Also immer mehr Fragen nach, wie war es, wie habt ihr das gesagt? Und leider Gottes gibt es in der Schule auch Ungarn, deutsche Klassen, wo auch die Kleinkinder Deutsch und ihre Muttersprache, diese Moreart auch kennenlernen können und interessant dafür haben. Es ist halt wichtig, dass wir die Muttersprache, also die Mundart auch pflegen und dann die Kinder weitergeben. Das zweite Réten wir daheim in Nádvár endete mit einem Mittagessen und einer guten Gespräch nach dem Schweinverarbeitung.